Hallöchen und willkommen zurück zu StarCraft 2. Ja, wir sind quasi gerade kräftig dabei, hier die... Ich bin die Finsternis. Warp-Verbindung ein wenig zu schützen. Nee, das ist kein Gas. Hier haben wir eine Basis, haben wir gesagt. Ich bin die Klinge der Nevas. Hier hinten haben wir das Ding und jetzt gehen wir erstmal zurück. Halt. Ich füge mich. Einsammeln, dann gehen wir zurück. Ich beledig mich ein Schatten. So, die halten hier noch weiter durch. So. Jetzt haben wir ein paar mehr Warp-Knoten. Okay. Upgrade für Bodenwaffen ist gut und Bodenpanzerung ist ebenso gut. So, dann gehen wir jetzt mal hier mit einer größeren Streitmacht vorwärts. Da haben wir noch ein paar Prätorianer. Und jetzt ist die Frage, sollen wir hier mal hochgehen? Könnten wir machen. Ich bin die Klinge der Nevas. Zumindest so lange, bis der nächste Moloch auftaucht, da müssen wir schnell handeln. So, stopp mal. Die sehen sie ja nicht, ne? So, da haben wir noch ein bisschen Gas. Ihr erbittet unsere Dienste im Namen der Lehre. So, aber wie soll ich denn da rüberkommen, sag mal? Ich bin die Klinge der Nevas. Hier ist auch kein... Oh nein. Ich... Jetzt aber zackig. Armon schickt einen weiteren leeren Moloch. Tötet ihn, bevor er die Verbindung zerstört. So, da holen wir uns jetzt dann Prätorianer. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. So, los geht's. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Einmal alles platt machen, was hier so ist. Wir müssen den Moloch ausschalten. So, es hat mal wieder ein Update gegeben. Das heißt, wir werden natürlich dann einmal disconnected und wieder connected. Da wird es dann wieder einen kleinen Cut geben. So, bam, 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 bam. Macht ihn platt. Und dann kümmern wir uns um alles Weitere. So, und ausrasten, Freunde. Ein weiterer Moloch wurde besiegt. Wie viele solcher Monstrositäten will uns Amon noch senden? So, die schicken wir dann gleich mit dazu. Ich bin zurückgekehrt. Oh ja. Bestätigt. Was verlangt ihr von uns? Ist das hier? Nee, das ist nicht das, wo wir hin müssen, ne? Nee. Faszinierend. Dann schauen wir uns erstmal hier unten noch so ein bisschen um. Katu. Die haben halt echt eine richtig krasse Reichweite, die Dragoner. Upgrade durchgeführt. Sehr schön. Oh, da hinten, da müssen wir hin. Ich bin lediglich ein Schatten. Dann haben wir jetzt alle Solarit-Reserven. Die letzten Solarit-Reserven werden gerade geborgen. Bis zur Rückkehr unserer Truppen werde ich den Solarkern modifiziert haben, Irach. Sehr schön. So, jetzt müssen wir natürlich warten, bis wir wieder genügend für einen Orbitalschlag haben. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt machen wir erstmal hier unten wieder die Gegend ein bisschen klar. Ich füge mich im Namen der Lehre. Weitergehen, weitergehen, weitergehen und Feuer. Faszinierend. Gebt uns einen Auftrag. Wir konnten die Verseuchung entfernen. Es fehlt nur noch ein Hangar. Oh, warte mal. Ich brauche mal eben eine Sonde, um hier ein wenig für Schutz zu sorgen. Sicher ist nämlich auch sicher. Was verlangt ihr von uns? So, dann gehen wir mal schnell da hoch. Und ein paar... Na okay, Pylonen kriegen wir so automatisch eh wieder.
So, dann gehst du weiter sammeln. Angst ist eine Illusion. Ich bin lediglich so. Dann lassen wir uns einen Pylon anliefern und dann vergrößern wir unsere Armee noch ein wenig. Ich bin die Klinge der Nerazim. Mal gucken, da hinten haben wir alles. Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch hier oben der Fleck. Faszinierend. Aber da stürmen wir jetzt erstmal rein. Sagt er rein stürmen und dann geht's los. So, hier passt er rein. Lassen Sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Ich komme aus den Schatten. Ah, ich brauche zusätzliche Pylonen. Ich bin zurückgekehrt. Katu Zagul Inok. Faszinierend. Ich füge. So, ich denke mal, das wird jetzt dicke reichen, was wir hier an Einheitsstärke haben. So, hier sind wir noch am Forschen. Da können wir nichts forschen. Dunkelheit senkt sich her. Ich füge. Upgrade durchgeführt. So, naja, der wird nicht viel Chancen haben, der Ultralisk. Ich bin die Klinge der Nerazim. Clever. Cartoon. Oh, guck mal, was da kommt. Aber ich habe leider Gottes nicht genug Energie. Deshalb einmal konzentrieren. Artanis, ich habe einen neuen leeren Moloch entdeckt. Er befindet sich direkt im Zentrum der Stadt. Der ist schon ausgeschalten. Ihr habt tapfer gekämpft, meine Krieger. Die Templer nehmen es jederzeit mit den Kreaturen Amons auf. Oh, wo geht's denn da hin? Lassen Sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Ich füge mich. Oh, wollen wir hier noch eine Basis platt machen? Ich bin die Klinge der Nerazim. Im Namen der Lehre. Kostet jetzt zwar ein paar Einheiten, aber ist es egal. Greife Feind an. Das nehme ich in Kauf. Faszinierend. So, da können wir hier, da, hier so? Obwohl. Ich glaube, die kriegen das ganz gut hin. Ja, dann merzen wir den Stützpunkt hier noch schön aus und dann holen wir aus zum finalen Schlag. Ja, ja, es ist Sinn und Zweck von der Kampfeinheit. Ich bin lediglich ein Schatten. Ich bin die Klinge der Nerazim. Im Namen. So, weil wir lustig sind. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Was verlangt ihr von uns? So, dann bringen wir das Ganze mal zu Ende. Sehr schön. Alle Starthangars sind wieder unter unserer Kontrolle. Matriarchen, ihr könnt nun die Evakuierung abschließen. Ihr habt mein Volk gerettet, Artanis. Das werden wir euch nie vergessen. Wunderbar. So, nach einem kleinen kurzen Cut geht es dann weiter. Ich sag, bis gleich. Trotz dieser Tragödie freue ich mich, euch zu sehen, Hierarch. Ich hatte gehofft, ihr würdet bei unserer nächsten Begegnung die Rückeroberung Ayurs verkünden. Ich ebenso. Stattdessen haben wir die Templer verloren. Dann steht es schlimmer, als ich dachte.
Wir müssen verhindern, dass Shakuras dieses Schicksal teilt. Dafür ist es zu spät. Amons Zerg strömen aus dem Warp-Tor wie eine Flut aus Fleisch und Knochen. Talematros wurde bereits überrannt. Und nun nähern sie sich den Schreinen von Lithul. Diese Welt ist verloren. Der Feind ist zu mächtig. Shakuras muss zerstört werden. Shakuras zerstören? Das werde ich nicht zulassen. Zulassen? Shakuras war die Heimat meines Volkes, lange bevor wir dem Euren hier Zuflucht gewährten. Dieser Planet wird niemals Heim für Amons Schergen sein. Welten mögen untergehen, doch wir müssen standhaft bleiben. Shakuras und Ayur, welch ein Verlust. Wir sind ein Volk von Vertriebenen. Unsere wahre Heimat war seit jeher Ayur. Lasst sie uns gemeinsam befreien. Ghashagal prägte diese Welt. Nur ihrer Tochter gebührt diese Entscheidung. Lasst uns mit den Vorbereitungen beginnen. Der Solarkern bedarf eurer Aufmerksamkeit, Hirach. Bitte stattet ihm einen Besuch ab, sobald ihr Zeit dafür habt. Selbstverständlich. So, jetzt sollen wir also hier einen Planeten zerstören. Na, wieso nicht? Also, schauen wir mal in den Solarkern, was es denn dort gibt. Der Solarkern. Ein beeindruckender Anblick. Ein künstlicher Stern. Welch eine technologische Meisterleistung. Von hier aus werden die Speer des Adun und all ihre Systeme mit Energie versorgt. Die Strahlung stellt außerdem Nahrung für unsere Krieger bereit. Wie lange wird es dauern, die taktischen Systeme zum Laufen zu bringen? Die Systemanalyse läuft, aber der Stern war äonenlang inaktiv. Es wird Zeit brauchen und einen mächtigen Katalysator wie Solarit, um ihn vollständig hochzufahren. Solarit? Die Protoss verwenden Solarit seit Jahrtausenden nicht mehr. Dieses Schiff ist sehr alt, Hirach. Wir werden auf unkonventionelle Ressourcen zurückgreifen müssen, um es zu reaktivieren. Gebt euer Bestes, Phasenschmied. Wir werden das beschaffen, was ihr benötigt. Ausgezeichnet. Ihr könnt den Solarkern ausbauen, sobald ihr bereit seid. Wählt den Kern aus, um eine Übersicht über eure Optionen zu erhalten, Hirach. Ja, gleich. Ja, Mensch, haben wir so einen eigenen Stern bei uns im Schiff. Warum nicht? Diese Matrix zeigt eine Übersicht der Waffen und Hilfssysteme der Speer des Adun an. Jedes System kann gleichzeitig nur mit einer aktiven Fähigkeit konfiguriert werden. Ihr könnt verschiedene Fähigkeiten auswählen, die eure taktischen Entscheidungen in den verschiedenen Schlachten unterstützen, Hirach. Die Menge des verfügbaren Solarits wird hier angezeigt. Überschüssiges Solarit kann unseren Hilfssystemen zugewiesen werden. Ihr könnt jetzt damit beginnen, das Solarit umzuleiten. Ja, was haben wir denn? Erzeugt 3 Zeitfelder. Die Zeit gegnerische Einheiten, nö. Also der Orbitalschlag war schon mal ganz gut und der Pylon war eigentlich auch ganz gut. Zeitraffer, ne, brauchen wir eher nicht so. Und das temporale Feld, brauchen wir eigentlich auch nicht. Heroische Einheiten, ne? Wann haben wir schon mal heroische Einheiten? Oh, was ist das denn? Stellt zu Beginn jeder Mission zusätzliche Versorgung bereit, sodass weniger Pylonen herangewerbt werden müssen. Benötigt 5 Solarit pro Stufe. Verringert die Heranwerbzeit für Gebäude auf dem Schlachtfeld. Benötigt 5 Solarit pro Stufe. Sehr schön. Tja, dann haben wir schon mal unsere erste Zuweisung. Sehr schön. Ihr seht verändert aus, Phasenschmied. Ach, ihr sprecht wohl von den mechanischen Armen. Ich habe sie konstruiert, um meine Effizienz zu steigern, wenn ich den Solarkern bediene. Bisher waren sie recht hilfreich. Ja, das glaube ich durchaus. So, der Kriegsrat. Mal gucken, was da Neues gibt. Rohana. All die Zeit über war diese erbärmliche kleine Welt in Reichweite unserer Flotte. Seit eurer Ära hat sich vieles geändert, Bewahrerin. Die dunklen Templer sind jetzt unsere Verbündeten. Es gab eine Zeit, als große Zwietracht unter den Protoss herrschte. Während der Ära des Zwists bekriegten wir uns gegenseitig voller Hass. Doch wir fanden einen Weg, diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten und unser Volk zu vereinen. Die Kala.
Die dunklen Templer verweigerten sich jedoch ihrem Licht. Sie leugneten ihr eigenes Volk. Wie könnt ihr für sie kämpfen? Ihr habt geschworen, unsere Geschichte zu bewahren, Ohana. Doch ihr scheint nicht zu erkennen, welchen Lauf sie nimmt. Ich spüre, dass ich euch verletzt habe, Hierarch. Bitte verzeiht mir. Ich muss zugeben, dass ich Schwierigkeiten habe, mich an diese Zeit zu gewöhnen. Ja, wenn du nicht mehr mit der Kader verbunden bist und nicht weißt, was der andere gerade denkt, dann ist das wohl schwer. So, schauen wir mal auf das Konzilpult. Zuweisung verfügbar. Getarnte Einheiten stehen jetzt zum Einsatz bereit. Was hätten wir denn, den dunklen Templer? Schöne, starke Nahkampfeinheit? Alter. Oder der Vergelter. Rache für Ayur. Wird bei seinem Tod zu einem dunklen Schrein. Okay. Ach, das sind unendliche Einheiten. Das ist ja krass. Dauerhaft getarnt. Da würde ich nehmen wir die Vergelter. Rache für Ayur. Weil wenn einer stirbt, dann kommt er wieder. Dann ist das egal. Sehr schön. So, schauen wir mal auf die Brücke, was da noch gibt. Zu den Evakuierungsschiffen. Sie sind vollzählig und werden von der Speer des Adun eskortiert. Das ist schön. Ihr wart einer der wenigen Templer, die nie den Glauben daran verloren, dass unsere beiden Völker zusammenleben könnten. Ich habe euch stets dafür bewundert. Es ist seltsam, euch so reden zu hören. All die Zeit über glaubte ich, dass ihr der von mir angestrebten Vereinigung unserer beiden Völker skeptisch gegenübersteht. Wir beide hatten unsere Differenzen im Zirkel des Zwielichts. Jeden Tag musste ich aufs Neue mit ansehen, wie mein Volk seine eigene Identität verlor. Ich sah, wie unsere heiligen Traditionen mehr und mehr verloren gingen. Ihr wolltet sie bewahren? Ich gehöre zu den Nerazim, den dunklen Templern. Und es erfüllt mich mit Stolz, Teil dieses Volkes zu sein. Doch ihr seid auch eine Protoss. Diese Bande sind wichtiger. Doch das war nicht die Auffassung der Konklave, als man uns vor langer Zeit ins Exil zwang. Euresgleichen hatte stets Ayur. Uns blieb nur unser Zusammenhalt. Ja, durchaus. Da war eine harte Zeit für die Templer. Dies war keine leichte Entscheidung. Doch ich werde Shakuras eher zerstören, als den Planeten Amons Zerg zu überlassen. Es gibt einiges zu planen, Hierarch. Na dann, auf in die Planung. Sagt mir, Vorazum, wie sollen wir eurer Welt ein Ende setzen? Das Phasenprisma des Tempels kann überladen werden, was einen Energieimpuls in den Planetenkern leiten wird. Ist dieser stark genug, wird der Planet zerbersten. Amon wird hier nicht herrschen. Ich habe über euren Entschluss nachgedacht. Habt ihr eure Meinung geändert? Nein. Meine Zeit hier hat mir den Mut eures Volkes gezeigt. Wir müssen kämpfen. Amon soll genauso leiden wie wir. Wir werden so viele von Amons Zerg und Hybriden wie möglich durch das Tor bringen. Erst wenn genügend von ihnen hier sind, werden wir den Tempel überladen und fliehen. Ihr wollt ihn verwunden? Ein kühner Plan. Doch wir können unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. Überlasst das mir, Matriarchin. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Tja, da bin ich mal gespannt. Aber wie will man einer zahllosen Brut irgendwie Schaden zufügen? Weißt du, wie ich meine? Zerg sind ja schier endlos. Die reproduzieren sich ohne Ende. Na mal gucken, wie viele Milliarden Zerg wir in den Tod reißen können. Unsere Truppen haben das Gebiet um den Xel'Naga-Tempel gesichert. Artanis, wie schreiten eure Vorbereitungen voran? Ich bin dabei, den Tempel zu konfigurieren. Doch ohne Urash und Kalis wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Energien des Tempels werden von 3 Zenitsteinen reguliert. Erst wenn sie zerstört sind, kann der Tempel überladen werden.
Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen wir ihn gegen die Zerg und Hybriden verteidigen. Wir Nerazim verwenden seit langem Kaidarin-Monolithen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Wie ich sehe, hat euer Phasenschmied diese Technologie bereits studiert. Das habe ich, Matriarchin. Die Monolithen sind eine äußerst effiziente Waffe mit beträchtlicher Reichweite. Sie werden für unsere Verteidigung von zentraler Bedeutung sein. Der Augenblick ist gekommen. Lasst uns beginnen. Na dann, lasst uns beginnen. Ihr sammelt fleißig, sehr schön. So, erstmal... Je schneller die Zenitsteine zerstört werden, desto leichter wird es für uns. Uns bleibt nur wenig Zeit, bis die Zerg die Tempelanlagen überrennen. Ihr habt recht, Hierarch. Doch wenn nötig, können sich meine dunklen Templer unerkannt an den gegnerischen Linien vorbeischleichen und die Steine zerstören. Ach, Papalapups. Frontaler Angriff mit allem, was wir haben. Komisch, dass die Zerg das bewachen. Ich glaube, die wissen, was wir vorhaben. Guck mal, wir haben jetzt schon 54 Ressourcen. 75 Millionen Zerg auf dem Planeten. Eher unschön? Fragezeichen? So, wir brauchen auf jeden Fall einen Arm voll Pylonen. Damit auch genügend Verteidigung dann hier mal steht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, ist ja gut, dann geh sammeln. So, ich hoffe mal, ich habe so eine kleine Schonfrist. Oh. Die Zerg sammeln sich für einen Angriff im Südwesten. Entfacht eure Klingenkrieger. Wir gehorchen. So, da stehen schon mal zwei Pylonen. Was kostet so ein Monolith-Dingsbums? 300! Alter Verwalter. Und ich kann nur einen dunklen Schrein mit heranwerben. Na, das ist ja alles prima. Okay, ich lasse jetzt erstmal hier schön brave Ressourcen sammeln. Zeitschleife ist aktiv. Beharrlichkeit verhilft uns. Die Vergeltung wartet. In Arras Adar. Da bräuchten wir so eine Schildbatterie hier, ne? Dass die Schilde immer wieder aufgeladen werden. Unser Licht lebt weiter. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar mehr Warp-Knoten, damit wir schneller Einheiten produzieren. Hierarch, es befinden sich weitere Ressourcen in diesem Gebiet. Wir könnten einen zweiten Nexus in der Nähe errichten, um den Ressourcenabbau zu beschleunigen. Jaha. Warte doch. Ungeduldiger Phasenschmied, du. Außerdem muss ich hier erstmal auslasten, Mann. Was ist mit dir? So, das orbitale Bombardement steht. Da kommen ein paar Zerglinge. Gebt euren Befehl. So, eine Drohne, die nichts zu tun hat, kommt mal bitte rüber und baut hier nochmal Pylonen. Nur zur Sicherheit, dass hier auch alles versorgt ist, wenn mal irgendwas passieren sollte. Und hier können wir uns mal gratis einherwarpen. Eine weitere Zergbrut bereitet einen Angriff von ihrem Schwarmstock im Nordwesten vor. Oh. Beharrlichkeit verhilft. Was kosten die? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Irgendwie muss ich mich ja verteidigen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. So, wie schaut's hier aus? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Platt machen. So, und dann brauchen wir... Wir fangen erstmal an, die Verteidigung auszubauen. Schildbatterie. Machen wir hierher, jo. So, dann würde ich hier gerne nochmal... Na, die kosten so ein Schweinegeld, ne? Komm, wir bauen jetzt erstmal noch Photonenkanonen. Hier und hier. So,
Es sind schon über 200 Millionen Zerg hier, alter Verwalter. Sobald die 30 hier voll sind, müsste das mit den Ressourcen hoffentlich klappen. So, Schildbatterie ist da. So, als nächstes würde ich sagen, hauen wir hier noch Verteidigung mit her. So, wir kriegen Besuch. Wir werden für Gerechtigkeit. Oh weh. Schön, dass du den Kleinen anballerst, während der Große hier und so, ne? Unser Licht lebt weiter. So, ich brauche auf jeden Fall auch mehr Warp-Tore. So, dann bauen wir hier noch einen, dann bauen wir da noch einen. Dann bauen wir hier noch einen. So. Artanis, unsere Beobachter berichten, dass eine riesige Welle Zerg auf Shakuras eingefallen ist. Und doch, kein einziger Hybrid darunter. Amon versucht, unsere Entschlossenheit zu testen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. So, Angriff. Hier schaut es ja schon mal ganz gut aus. Und du musst hier dann noch den Monolith, den Kaidarin-Monolith bauen. Oh, der frisst aber ganz schön Platz. So. Ayur wird auferstehen. Na, hoffen wir mal. So, dann brauchen wir hier noch Verteidigung. Meine Güte. So und so. Das sollte ja hoffentlich die ganzen Zergs... Oh. Die Zerg nähern sich dem Tempel vom südöstlichen Zugang. Hier können sie eh nicht lang. Super! Das hat er gekonnt, der Herr Stratege hier. So. Gut, Freunde, aber wir machen das nächste Mal weiter. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis dann. Macht es gut und Tschüssikowski.